Da hat Ubisoft nach dieser einen Runde nun keinen Erbarmen mehr mit mir und schickt mich wieder in eine angebrochene Runde. Partie. Wobei Runde, naja fast. Ich muss noch auswählen, die warten auf mich. Aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich da Zeit hatte. Ist die Helena auch neu? Kann sein, denn noch nicht zu Tode gekommen. Ich glaube, wenn ich jetzt zu lange gewartet hätte und mein Spiel fertig geladen hätte, wobei ich glaube, das hat schon längst fertig geladen, dann hätte ich auch einen Rekrut nehmen müssen. Habt ihr gesehen? Keine Zeitanzeige. Ubisoft hat mir noch etwas, ein paar Sekunden gegeben, damit ich mich noch entscheiden kann. Ein Bombenstandort ist in Gefahr. Immerhin das. Nichts nervt mehr, als noch in so eine Partie reinzukommen und dann gezwungenermaßen Rekrut zu nehmen, weil die schon ihre Zeit abgelaufen lassen haben. Okay, das zu, dann... Ah, ich bin nicht schnell, jetzt da hochgehen. Ja, machst du das so? Dann halt nicht. Eigentlich müsste jetzt jemand mal gucken in den Kameras. Die sind ja so gut platziert hier außen. Auf dieser Karte. Und mich kommt Glass jetzt nicht an. Okay, die spawnen. Oh, schon einer tot. Ist in einem Wasser gespawnt. Da unten. Gehe ich aber erstmal runter hier, weil das ist eine Kackposition. Hier gehe ich eigentlich ungern rein, aber ich will gerade Kameras gucken. Na, die andere haben sie jetzt auch. Mist. Ich mag die dicken Visiere, ja. Nein, ich wollte spritzen. Die Spritze habe ich noch gar nicht gezogen gehabt. Ach, da hängt's. Och, nö. Ich dachte, es wäre schon drin, aber nee, es war am Fenster, dieser Schwarzbart. Scheiße, ey. Wer hängt sich auch da ans Fenster? Letzter verbleibende Operator des IO. Oh, 1 gegen 5. Ich glaube, Smoke schafft das nicht, oder er macht ein Ace. Ich habe übrigens mal wieder über Schwarzbart nachgedacht. Ich find's. Oh. Tagepi stimmt, haben sie auch noch. Die Gegner haben einen Entschärfer eingesetzt. Ich find's nach wie vor schade, dass ich nicht in den Genuss gekommen bin von Schwarzbart in seiner heißen Phase damals, als der noch so ganz, ganz viel mit seinem Schild ausgehalten hat. Leg dich doch hin, wenn du da nachlädst und die wissen, von wo du geschossen hast, weil du gerade geschossen hast. Ja, man kann so schlau daherreden, ne? Wenn man nur zuschaut. Bombeangriff. Was? Och. Hat man sich gerade entschieden. Und dann sowas. WIQ wird jetzt wieder rausgenommen. Oh, 4 Mädels. Das kann ja was werden. Ich nehme jetzt aber nicht zwangsweise Sophia oder Ivana. Nee, ich bleib bei Termit. Hey, steht ja schon 0 zu 2. Es kommt mir gerade vor wie die erste Runde, die wir geschafft haben. Na, scheiße. Hab mich zu spät da... dazu entschlossen, hier unten reinzufahren. Deswegen war der Zwischensprung der erste. Achtung, eure Drohne hat nicht so gut. Na, der Typ hat uns gesehen. Er stand hier. Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Wieso deckt seine Kamera so? Es ist Takepi. Oh, Capcan. Gut, dass er markiert ist. Gar keinen dicken Ping. Entschärfer wurde erneut gesichert. Bombe gefunden, gelangt zu ihrer Position und entschärft. Ach nee, Leute, kommt schon. Ey, warum das denn schon wieder? Ich hasse das. Hau ab, du. Ach! Ich
wollte gerade anvisieren, weil ich gesehen habe, es dreht sich um. Da hat es nicht sich nicht umzudrehen. Ja, man kann es nicht mal rauswerfen. Also, Ubisoft hat einen Cheat an, oder? Weil man... Ja genau, bringt's. Oh, ist weg. Nee, doch nicht. Warum kann man nicht abstimmen? Es bringt zwar eh nichts. Ist eher so ein Placebo-Feld. Bin ich mir zumindest sicher. Denn wenn die Leute, die immer gerne aus Partien rausgehen, hier unterwegs sind, weil sie umgebracht wurden, dann wird, glaube ich, dieser Knopf noch öfter betätigt und so viele Leute hat Ubisoft ganz bestimmt nicht hinter den Schreibtischen sitzen, wie sieht denn Echo aus, die sich dann nur um solche Meldungen kümmern und der Sache nachgehen. Das war ja eine wundervolle Partie. Angefangenes Ding und danach von Takebi umgebracht worden. In solchen Momenten mag ich das Spiel. Aber bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und ciao, tschüss.